Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine DM-Favoriten, wirklich die besten Sachen aus dem DM, die ihr bekommen könnt, die ich euch am meisten empfehlen könnte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Als erstes fangen wir an mit meiner Haarpflege, beziehungsweise meinem Shampoo und meinem Conditioner. Viele wissen, dass ich auf einem bestimmten Shampoo und Conditioner stehe. Das ist der hier von Aussie, der Color Made Shampoo und Conditioner. Ich benutze beide. Dieses Shampoo hat mir einfach das gegeben, was mir andere Shampoos nicht geben konnten. Einfach ein Sofort-Effekt. Das geben euch wirklich nicht viele Shampoos. Und wenn ich etwas verwende, möchte ich einen Sofort-Effekt haben. Das heißt, dieses Shampoo lässt eure Haare so schön glänzen. Glaubt mir, also ich habe das selber an mir nicht so sofort gesehen. Ich dachte mir, oh, mein Haar glänzen, okay, schön. Aber ich habe mir jetzt nicht so dabei was gedacht. Als ich dann zu meinen Freundinnen gegangen bin und die mich dann gefragt haben, ob ich meine Haare gefärbt habe, weil sie ja so glänzen würden, da freut man sich schon irgendwie. Auf jeden Fall, dieses Shampoo gibt euch einen Sofort-Effekt und lässt die Haare strahlen. Ich liebe es. Vor allen Dingen riecht es richtig schön nach Pfirsich und macht die Haare total pflegend und weich. Also für kolorierte Haare ein Muss. So, kommen wir zu dem nächsten Produkt. Das ist meine Lieblingsfoundation aus dem DM. Das ist die Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation. Also jeder sollte gucken, welche Foundation zu seinem Hauttyp am besten passt. Meine Haut tendiert eher zu trockener Haut. Aber ich muss sagen, dieses Matte, was hier drauf steht, finde ich jetzt nicht so krass als matte Foundation. Das ist eine sehr leichte Foundation und die Deckkraft ist so mittelstark, also jetzt nicht so extrem stark. Wer da eher Problemzonen im Gesicht hat, sollte sich diese Foundation nicht kaufen. Aber wer so eine Haut wie ich hat, kann sich diese Foundation gerne zulegen. Die Foundation sieht nicht cakey aus, sie sieht sehr natürlich aus und lässt sich schön verblenden. Deckt vor allem die Poren ab, was ich daran liebe, kann ich euch einfach nur empfehlen. Machen wir doch direkt weiter mit Essence. Da habe ich letztens einen Lidschatten entdeckt und ich liebe diesen Lidschatten. Ich trage diesen Lidschatten total gerne als Highlighter. Dieser Highlighter ist nicht so aufdringlich wie der hier, den ich gerade drauf habe. Das ist die Farbe Apricotta in 10. Das sind diese neuen My Must-Haves Lidschatten von Essence. Und ich kann euch den mal swatchen. Das ist eine echt mega geile Highlighterfarbe. Also als Highlighter tagtäglich finde ich den super. So, dann machen wir weiter mit einem Augenbrauenprodukt, auch von NYX. Das ist der NYX Tame & Frame. Das ist eine super gute Pomade. Einfach meine perfekte Farbe. Das ist die Farbe 03 Brünett. Ich finde, damit sieht also sehen die Augenbrauen so perfekt aus. Kommen wir zu einem anderen Augenbrauenprodukt. Das ist von Catrice, der Augenbrauenstift in der Nummer Date with Ashton. Oh, ich liebe diesen Augenbrauenstift. Er hat auf der einen Seite so ein Bürstchen und auf der anderen Seite ist halt der Stift, dass man erst so schön durchkämmen kann und dann mit dem Stift nachziehen kann. Date with Ashton sagt schon, wie der Name, ist ein super arschiger, schöner, natürlicher Ton. Und im Auftrag auch super. Also ich kann euch den auch empfehlen. Jetzt zu einem Lippenprodukt von Maybelline. Zu mehreren Lippenprodukten von Maybelline. Ich liebe Maybelline Lippenstifte. Ich liebe diese Reihe. Ich liebe diese matte Reihe. Ich liebe alle deren Lippenstifte. Und ich habe auch ein Dutzend, wenn ihr euch die Sammlung ansehen würdet, die irgendwo verteilt in 1000 Taschen sind. Dann würdet ihr sagen, wow, wie viele Lippenstifte hast du? Und warum hast du die doppelt? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall, das sind einer meiner drei Lieblingstöne. Die habe ich euch hier geswatcht. Ich liebe diese Lippenstifte, weil die einfach pflegend sind, natürlich aussehen. Man kann sie jeden Tag tragen. Zum Beispiel diesen Ton, den ich jetzt gerade auf den Lippen habe, finde ich, kann man jetzt nicht jeden Tag auf die Stelle tragen. Und deswegen liebe ich diese Lippenstifte und kann euch die nur ans Herz legen. Kommen wir zu einem anderen Lippenprodukt von Maybelline. Das ist auch mein absoluter Favorite. Das ist der Vivid Matte Liquid, der Nude Thrill. Und der ist auch super. Also wenn ich mich für die Arbeit fertig mache, dann mache ich den zack, zack, zack drauf und gehe raus. Da ist nichts mit Lippen nachziehen oder keine Ahnung was. Du machst den drauf, das sieht einfach so natürlich aus. Ich liebe diesen Lippenstift. Seht ihr diese Farbe? Da ist er. Also ich finde den total cool.
Und der ist auch so cremig, der trocknet nicht aus. Den ich jetzt auf den Lippen habe von Gerard Cosmetics, der trocknet so ein kleines bisschen aus. Aber der ist echt richtig cremig und geschmeidig. Dafür geht er ein bisschen schneller ab, aber das finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, für diesen Preis nicht so schlimm. Dann kommen wir noch zu einem anderen Lippenprodukt. Das finde ich auch total cool. Das sind diese Lip Butter von Astor. Und das ist einer meiner Lieblingsfarben. Damit gehe ich einfach so über irgendwelche Lippenstifte drüber. Wenn ich keinen Bock habe, dass die matt sind, werden die einfach glänzend. Fertig. So. Die kannst du über alles geben. Das sieht einfach richtig cool aus. Ich swatch euch den mal. Das ist einfach so ein Nude-Hautfarbiger Ton. Jetzt muss ich einmal nach der Nummer schauen. 003 Creamy Envy. Kommen wir zum nächsten Favorite-Produkt. Ich greife jetzt einfach mal hier hin. Was habe ich da in der Hand? Wieder was von Catrice. Ich liebe Catrice, nur mal so am Rande. Der Catrice Sun Glow Matte Bronzer. Dieser Bronzer erinnert mich total an den Hoola Bronzer. Also wenn ich den immer auftrage, dann habe ich genau das gleiche Finish wie den Hoola Bronzer. Das ist der in der Nummer 03 Medium Bronze. Also den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Der ist günstig und sieht super aus. Man muss halt, es ist halt ein bisschen schwieriger, den zu verblenden, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt mir wirklich das gleiche Finish wie der Hoola Bronzer. Deswegen benutze ich den tagtäglich lieber als wie den Hoola Bronzer. Weil ich habe Angst, der geht alle. Dann komme ich zu zwei Pinseln und zwar sind das die Ebeline Blendepinsel. Einmal, diesen Pinsel gibt es leider nicht mehr. Der ist super. Ich liebe diesen Pinsel. Und einmal der neue Blendepinsel von Ebeline. Der ist etwas kleiner als wie der alte. Ich liebe beide einfach. Das sind super Blendepinsel. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut sind von Ebeline. Aber die anderen Pinsel, muss ich sagen, mag ich nicht so von Ebeline. Die habe ich auch schon ausprobiert. Aber die beiden sind top. Einer meiner Lieblingsprodukte aus dem DM ist dieses Baby Young Care Waschgel Augen-Make-up-Entferner. Ich benutze das nicht als Augen-Make-up-Entferner, denn ich wasche jeden Tag damit mein Gesicht, ob geschminkt oder ungeschminkt. Wenn man natürlich geschminkt ist, dann entfernt es super das Make-up. Bei etwas hartnäckigeren und auffälligeren Make-ups wie heute benutze ich erstmal dieses Garnier Micellenwasser Augen-Make-up-Entferner. Ist auch schon fast alle. Und damit entferne ich mir nur das Augen-Make-up als erstes und vielleicht so einen matten Lippenstift wie heute. Und danach wasche ich mit diesem Baby Young Care mein Gesicht. Und es macht mein Gesicht so sauber. Mein Gesicht ist so quietschetrocken danach. Ich habe immer so ein trockenes Gesicht. Und weil mein Gesicht danach trocken ist, gehe ich natürlich nicht ohne Nachtpflege ins Bett. Ich benutze die Reihe von L'Oreal Skin Perfection. Das ist einmal die Nachtcreme und das ist die Tagescreme. Ich benutze sie jeden Abend und jeden Morgen. Jeden Tag. Und ich liebe sie. Und ich habe sie schon ein halbes Jahr und es ist immer noch nicht alle. Das waren so meine Favorite-Produkte aus dem DM. Ich hoffe, ich konnte euch auch irgendwie weiterhelfen in diesem Video und euch irgendwie Tipps geben, denn die Sachen, die ich wirklich benutze, die sind echt gut. Also ihr könnt mir wirklich glauben, die Sachen, die sind echt richtig gut. Also für meine Haut sind die richtig gut. Ich kann jetzt nicht sagen, dass diese Foundation, die ich benutze, dass die auch für eure Haut super gut ist. Oder das Shampoo oder das Waschgel. Jede Haut ist natürlich anders und jede Haut verträgt alles anders. Die Sachen sind für mich persönlich richtig gut und ich kann euch nur meine persönliche Meinung geben und würde euch empfehlen, die Sachen einfach auszuprobieren. Ja, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, einen Daumen hoch zu hinterlassen. Und ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.